Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farmers Dynasty. Und ja, wir beginnen mal einen neuen Tag hier und werden uns mal um unsere Kühe, um unsere Hühner kümmern. Ein paar neue Lampen oder so. Gab auch ein Update. Werde ich nachher mal ganz kurz zeigen, was es da Neues gab. Und zwar kann man jetzt kochen, aber da wir aktuell noch keinen Hunger haben, macht das meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen wenig Sinn, das aktuell zu zeigen. So, und zwar werden wir uns jetzt erstmal um die Hühner kümmern. Ich habe hier ein bisschen Rasen gemäht, beziehungsweise mit der Motorsense bin ich ein bisschen rumgegangen, aber irgendwie finde ich das so leer danach. Müssen wir mal schauen. Ja, Farmers Dynasty, vom Spiel her viele, viele Updates. Es gibt es jetzt auch wieder zu erwerben im Steam Store. Das heißt, den Link packe ich euch wieder rein. Das heißt, da wäre wohl alles geklärt zwischen dem Publisher, den Entwicklern. Das heißt, ja, man kann das wieder kaufen. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben ordentlich Eier. Eier muss man haben, ne? Sagt irgendwann mal Oliver Kahn oder so. Und ja, wir werden hier die Folge heute mal nutzen. Und zwar wird es die vorerst letzte Folge sein zu Farmers Dynasty. Vorerst, ne? Das heißt, 30. Folge heute. Und damit schließen wir dann auch die erste Season ab. Spiel macht immer noch nach wie vor richtig viel Spaß. Man hat viele, viele Features hier. Ich werde dann nachher noch mal ein bisschen was dazu sagen. Und aber ich komme irgendwie nicht weiter mit dem Geld und so weiter. Das passt irgendwie nicht. Und hatte ja auch in dem letzten Video, schon ein bisschen länger her, eine Abstimmung gemacht. Und zwar werde ich jetzt erstmal offline weiterspielen. Also ich werde das Spiel weitersuchten, weil es macht nach wie vor riesig Spaß. Und dann ein bisschen Geld verdienen. Und ich denke, dass wir dann zeitnah, also wann genau, müssen wir mal schauen. Oder wenn jetzt ein super duper Update kommt, dann mit der Season 2 starten. Ne, Frau suchen muss man sich dann auch noch und so weiter. Und hier unseren Bauernhof ausbauen. Aber viele neue Dinge kann ich euch leider nicht zeigen, weil ja das nötige Kleingeld fehlt. Ne, deswegen machen wir heute mit der 30. Folge erstmal einen Cut mit der ersten Season und werde dann gleich nochmal ein Fazit zum Ende des Videos zu dem Spiel dann nochmal abgeben. So. Zack. Milch und Eier gesammelt. Jetzt gucken wir uns nochmal nach unseren Tomaten an. Das dauert mir ehrlich gesagt ja auch viel zu lange. Aber gut, das Spiel hat ja zahlreiche Features und die Zeit kann man sich dann auch mit anderen Dingen hier vertreiben. So, mach ein bisschen Luft rein hier. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass man ein bisschen Luftzirkulation haben kann, muss oder wie auch immer. Ja, unsere Felder wachsen irgendwie auch nicht. Gucken, was unser Güllefass macht. Boah, da haben wir schon wieder ordentlich was drin. Ja, Tiere haben doch genug zu futtern. Und ich würde vorschlagen, wir machen gleich mal eine Mission, beziehungsweise werden noch mal so eine Transportmission machen und dann werde ich euch mal zeigen, wie man hier kochen kann. Ist nichts Spektakuläres, ich habe es mir schon mal angeguckt, also noch nicht animiert, aber man kann auf jeden Fall jetzt selber Lebensmittel herstellen und ich denke mal, das ist ganz cool. Wir fahren jetzt erstmal hier zu, wie heißt sie gleich, Madison und gucken noch mal, ob wir bei der was starten können, beziehungsweise ob wir mit ihr anbandeln können, weil das Prinzip habe ich irgendwie immer noch nicht verstanden, aber mit wem jetzt und wer und überhaupt und auch diese Smileys, die
verändern sich meiner Meinung nach nicht. Ja, gucken wir mal hier. Was haben wir denn da? Eine Transportmission könnten wir machen. Ah, jetzt bin ich wieder in ein anderes Auto gesprungen. Oder in meinem Trecker. Wollte ich doch gar nicht. So, okay. Ich glaube, wir nehmen dann gleich die untere Mission. Ja, auch hier wächst das Gras. Wobei jetzt hier die Sonnenblumen ich nicht verkehrt finde. Guten Tag. Guten Morgen. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Du siehst heute so hübsch aus. Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Ja, so ist er, ne? Hat sich irgendwas verändert? Nö, die ist immer noch so neutral uns gegenüber. Na komm, versuchen wir nochmal unser Glück. Hi. Guten Morgen. Ob sich da irgendwas tut? Hallo, meine Schönheit. So toll, dich zu sehen. Schön zu hören. Danke dir. Weiß jetzt auch nicht, ob man... Nö, passt irgendwie nicht. Naja. Gut, dann fahren wir mal weiter. Und wir werden uns jetzt hier um eine dementsprechende Mission kümmern. So, da fahren wir jetzt mal hin. Und werden dann wahrscheinlich wieder ein Paket von A nach B transportieren. Also was auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Plus ist bei dem Spiel, um schon mal so ein bisschen anzufangen, wegen Fazit und so weiter zu dem Spiel ist, dass man hier sehr viele Dinge machen kann. Ne? Neben dem landwirtschaftlichen Part, das heißt Felder bestellen, pflügen, ernten, besehen und so weiter, hat man sehr viele andere Möglichkeiten. Das heißt, man kann mit Leuten interagieren, kann Pakete von A nach B transportieren. Das ist auf jeden Fall cool. Man kann angeln, man kann sich an Lagerfeuer setzen, man kann Schätze suchen, heiraten kann man hier, interagieren mit den Leuten. Also es ist auf jeden Fall... Hallo, bleib doch mal. Guck mal, der hat ein grünes. Noch nicht. Entschuldigung. Ach, das ist doch der immer am Angeln ist, aber... Was denn? Hä? Was ist denn jetzt hier? Wieso klappt denn das nicht? Der hat doch ein Ausrufezeichen, oder? Ich bin beschäftigt. Hm. Toll. Ja, auf jeden Fall kann man hier viele, viele Dinge machen. Häuser bauen, beziehungsweise ausbauen. Seinen Bauernhof dementsprechend verbessern. Und wen haben wir hier? Ach, hier ist doch die sowieso... Ach, die hat sowieso nie Zeit. Naja, die ist auch neutral. Und, ja... Auf jeden Fall. Ach, guck mal, Clara haben wir auch noch da. Die ist auch grün. Eden, okay. Kann ich helfen, mein Lieber? Ich bin noch ein Anfänger. Können Sie mir etwas über Feldarbeit erzählen? Klar, was müssen Sie wissen? Ah, okay, jetzt kann man dann nochmal sich Tipps und Tricks holen. Das ist, glaube ich, auch recht neu. Das finde ich zum Beispiel auch cool, dass die Leute hier einen Tipps Danke. Und Tricks geben. Wir sehen uns. Gerade für Einsteiger, gar nicht so verkehrt. Um dann nochmal darauf zurückzukommen, was man hier im Spiel alles machen kann. Man kann ja Autos waschen, man kann an Sachen rumbasteln. Ne? Hier, das heißt Häuser, ne? Mit verschiedenen Sachen aufrüsten, aufwerten, ausbessern, reparieren. Ob es eine Neubaufunktion gibt, weiß ich gar nicht. Das heißt hier, ich meine, dass man vielleicht neue Gebäude platzieren kann. Müsste man was schauen. Alles im Allen für eine Early Access Variante schon sehr, sehr vielseitig hier. Oha, da ist ein Storch. Den sollten wir jetzt nicht überfahren. Und packen wir mal hier.
jetzt mit dem quatschen? Bin beschäftigt. Och Mensch. Was macht er denn da? Mit der Säge macht er die Hi. Guten Morgen, mein Freund. Moin. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Mhm. Gerne. So, jetzt haben wir... Wieso kann ich das denn? Das ist so ein kleiner Fehler. Wie gesagt, ist Early Access. Wisst ihr ja schon mittlerweile. Und hört sich gut an. Jetzt geht's. Ich kümmere mich drum. Sehr gut. So, da haben wir es doch. Und jetzt holen wir erstmal das Paket. Oh, 2600 Meter. Das ist natürlich schon ein ordentliches Stück, ne? Scheint wohl auch neu zu sein, dass man jetzt Holz verarbeiten kann, beziehungsweise mit der Kettensäge kann man ja Bäume fällen und so weiter, oder Sträucher. Ist auf jeden Fall auch ein cooles Feature. Ja, ansonsten auch die Schnellreisefunktion ist ja hier gegeben mit der Busstation. Das Spiel für eine Early Access Variante sehr, sehr detailreich, ne? Also wenn man jetzt hier mal so schaut, mit der ganzen Vegetation, mit den Tieren, mit den Leuten, ne? Das wird immer mehr, immer vielseitiger und ist auf jeden Fall abwechslungsreich. Ne? Man sieht da nicht immer das Gleiche. Was ich auch als großes Plus finde, ist, dass man hier nach und nach alles sich aufbauen kann und aufbauen muss. Das heißt, man startet mit Missionen, lernt Leute kennen und bekommt dann Gerätschaften dafür. Das finde ich auch als großen Vorteil, dass man nicht direkt alles quasi hat. Ne? Das macht auch meiner Meinung nach Sinn, hier Schritt für Schritt an dieses Spiel herangeführt zu werden. Also da haben sich die Entwickler was Gutes einfallen lassen. Ich gucke mal, ob da eine Schatztruhe lag. Nee. Und auch hier die Häuser links und rechts, ne? Und die ganzen Plätze, die Städte, beziehungsweise das Stadtzentrum. Dann, was ist das denn hier? Okay. Vielleicht wird da was gebaut. Entweder von den Entwicklern oder man hat dann später vielleicht noch die Möglichkeit, einen anderen Bauernhof zu kaufen oder vielleicht einen anderen. Okay. Muss man mal beobachten. Wo war ich stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall sehr abwechslungsreich hier das Ganze und hier oben auch so Details mit der Kirche, mit den Wegen, Schotterwege, Pisten, auch die Missionen sind meiner Meinung nach mittlerweile sehr vielfältig. Das heißt, man kann ja Landwirtschaft machen, man kann hier Transporte, so wie jetzt, dementsprechend machen, kann oder muss mit verschiedenen Personen interagieren, das heißt, man muss damit sprechen. Hier wie zum Beispiel bei der schüchternen Lydia. Und macht dann Aufträge, ne, die sich aber nach einer gewissen Zeit immer ähneln. Ne, ist klar, irgendwann hat man da seinen Rhythmus drin. Und was mich noch so ein bisschen, sagen wir mal, ja jetzt nicht stört, aber was langwierig ist, ist dieses Balancing von Geld. Ne? Klar, man soll ja nicht irgendwie mit zwei, drei Feldern, keine Ahnung, super stinkend reich sein, weil vom Prinzip her ist es ja, das ja auch nicht. Ich fahre jetzt einfach mal hier durch die Botanik Richtung Meer. Aber es ist teilweise auch so, dass man echt sehr schwer hier an Geld kommt. Ne? Man hat ein gewisses Kapital, ne? Man muss natürlich die Felder pflügen, das dauert mit dem Trecker alles recht lange. Und ich finde, die Traktoren hier und auch die Gerätschaften noch relativ teuer im Vergleich zu dem, was man hier einnimmt bei den Missionen. Zum Beispiel hier kriegen wir, glaube ich, 200 Euro für. Gut, wir fahren ein Paket von A nach B. Das ist jetzt nicht so, sagen wir mal, ja, anspruchsvoll. Aber ich finde, da fehlt das Balancing dann noch. Oder ich bin wegen dem Paket hier. Sicher, hier ist es. Danke.
So gut, jetzt fahren wir das Paket wieder zurück. Und ja, das ist so ein Ding, was mir hier noch so ein bisschen fehlt. So die Spellings von zum Thema Geld. Dann ist das alles recht teuer von den Gerätschaften. Dass man hier als Bauer oder als Landwirt nicht direkt durchstarten kann und so viel Geld hat, kann ich auch verstehen und macht auch Sinn, dass man sich alles Schritt für Schritt erarbeitet, aber im Großen und Ganzen finde ich schon sehr mühselig. Guck mal, wir haben 3000 Euronen hier auf dem Konto und ja gut, das eine Feld habe ich ja abgekippt, aber das braucht halt alles sehr lange, ne? Zum Beispiel auch mit dem kleinen Trecker, ne? Von der Geschwindigkeit her ist klar, ist ein älteres Gerät, man braucht eine gewisse Zeit, der Spritverbrauch ist enorm hoch, aber bis man erstmal hier diese 90.000 für diese oder diese 45.000 plus Sozialpunkte hat, das Prinzip finde ich schon mal nicht schlecht, dauert halt ewig und wenn man mal überlegt, wir haben jetzt hier schon die 30. Folge, im Schnitt gingen immer so zwischen 20 und 25 Minuten, könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viele Spielstunden wir hier schon verbracht haben. Und das ist einer der größten Kritikpunkte hier. Ansonsten, was das Grafische hier angeht, das Ganze drumherum, die Fahrzeugauswahl, ne, die ist noch relativ beschränkt bei den Fahrzeugen, aber die sind halt sehr detailreich und sehr gut animiert. Auch das mit dem Schmutzsystem, wie ihr jetzt hier an dem Pickup seht, das ist mittlerweile auch schon ganz gut dargestellt. Da wünsche ich mir vielleicht nochmal eine Animation, dass man auch selber hier so putzen kann, so zum Beispiel wie man bei den Reparaturen letztendlich auch ja sieht, was man macht, ne? Nicht nur einfach draufklickt und das passiert. Und das wünsche ich mir einfach, dass es hier ein Balancing von dem Spiel gibt bezüglich des Geldes, weil ich weiß nicht, wie ihr oder wie weit ihr schon seid mit dem Spiel. Oder wie weit ihr jetzt schon seid von dem Geld her, ob ihr schon die großen Trecker leisten könnt, gebt da einfach mal einen Kommentar drunter. Vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen Trick noch dementsprechend parat. Ich werde definitiv den Spielstand nicht edieren, ne? Das kommt für mich nicht in Frage. Ich erspiele mir da auch immer alles und werde dann einfach offline mal weiterspielen, um mal schauen, ob es vielleicht große Updates gibt, einfach ab und zu mal reinschauen und hier einfach mal weiterspielen, damit man hier an Geld kommt und damit ich euch einfach mal auch was Neues zeigen kann. Ne? Weil momentan stagniert das so, wir fahren von A nach B, so wirkliche Neuerungen, bis auf jetzt hier die Kochfunktion zum Beispiel, gibt es jetzt so nicht. Aber ich möchte euch natürlich auch mal die neuen Gerätschaften zeigen, ne? Damit ihr auch schon mal seht, ja, wie das dann mit den Geräten geht. Ich denke auch, dass wenn wir dann die neuen Traktoren oder auch die neuen ja, Ernte, sagen wir mal, Zubehör, Sachen wie ein Grubber, einen großen Flug und so weiter haben, dass man da auch durchaus schneller an Geld kommt, weil die natürlich effektiver und schneller arbeiten als die... Ich verstehe das nicht, warum er jetzt hier die... Ich denke mal, der soll da sägen, ist einfach nur ein Anzeigefehler. Ach, guck mal da, seht ihr die Kerle? Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke, hier ist etwas für dich. Das finde ich zum Beispiel auch cool, dass wenn man eine Mission beendet hat, dass so ein kleiner Jingle kommt. Und wir fahren jetzt erstmal zurück zu unserer Farm. So, dann fahren wir mal langsam zurück. Ne? Aber alles in allem ist das echt ein sehr tolles Spiel, auch von der Spielidee her. Bedeutet letztendlich großes Plus Vielfältigkeit hier bei dem Spiel. Das heißt, viele, viele Möglichkeiten hier ja, zu interagieren.
Missionen zu machen, Häuser auszubessern, zu verbessern und so weiter und so fort. Und das ist auf jeden Fall ein großes Plus. Auch diese Liebe zum Detail, ne? Das heißt hier das Ganze drumherum, Vegetation, die Tiere, die hier rumlaufen, das mit dem Haus dementsprechend und mit den Gebäuden, wie man das machen kann. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Kleines Manko oder was Lust halt recht handeln? Schwierig ist, klar, ist zum Beispiel hier die deutsche Sprachausgabe. Sie? Und zwar ist es so, die wirken immer noch so ein bisschen wie Roboter, die Menschen hier. Und auch die Interaktion mit den Menschen ist manchmal ein bisschen gegeben. Habt ihr ja vorhin gesehen, man rennt zum Beispiel zu einer Person hin, die befindet sich noch nicht an ihrem Punkt, wo man mit ihr sprechen kann. Und ja, dann kommt es halt zu diesen jetzt nicht Dingen. Und das ist auch noch ein kleines Problem, aber das ist nur ein Anzeigefehler. Hier im Auto. Wie gesagt, die Interaktion, das läuft noch nicht so. Das heißt, wann ich mit einer Person sprechen kann, da sollte auf jeden Fall auch nochmal was gemacht werden. Ansonsten echt ein Spiel, was man sich holen kann, wenn man Landwirtschaft mag. Das Ganze drumherum und so weiter. Sehr, sehr schön gemacht, liebevoll gestaltet. Auch die Ausbesserungsmöglichkeiten, die man hat. Ist das neu, das Rollo? Ich weiß gar nicht. Ja, und auch die ganzen Produktionszweige, die sind auch recht cool. Ja, gucken wir nochmal. Auch das mit den Symbolen, also man merkt, die Entwickler tun auf jeden Fall einiges hier, bringen auch, glaube ich, wöchentlich ein bis zwei Updates raus, wenn es auch mal kleinere sind. Und jetzt kommen wir mal zu unserer Kochfunktion. Das heißt, benutzen Your Kitchen. Ne, mit der Übersetzung, okay, das passt manchmal auch nicht, aber gut, ist eine Early Access. Da klickt man da drauf. Was könnte man machen? Apfel haben wir nicht. Wir könnten jetzt, wir haben ja Fisch letzte Mal geangelt. Wir könnten jetzt mit Tomaten einen Fisch in Tomatensoße herstellen. So. Jetzt habe ich das hergestellt und das war's. Schön wäre natürlich, wenn er noch ein bisschen herumrühren würde oder ein bisschen was macht. Und das können wir jetzt essen. Und sind dann wieder satt. So, Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und das war die vorerst letzte Folge. Ich werde offline einfach weiterspielen und werde mir das Ganze hier anschauen, auch welche Updates es dann nach und nach geben wird. Und ja, wenn euch das Spiel interessiert, holt es euch, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss, ciao, bye bye, euer Homer.